So, klar, man muss ja merken. Blutkuh. Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Factory 2.5 mit mir, dem Kirsch. Ich musste mal kurz überlegen. So, wie läuft's hier? Kommt ihr hinterher? Warum ist hier Steg drinne? Bitte? Warum? Sag ich nicht, du bist deswegen nicht hinterher gekommen. Nein. So, die sind alle voll. Auch voll. Okay, wir können gucken, ob wir doch die Hopper zusammenkriegen für die nächsten hier. Wird enger. Sehr eng. Okay, wir können ja mal kurz gucken, was wir hier von Crushed Iron schon haben. Okay, wir brauchen eigentlich noch mehr Eis und mehr Holz und oh, so viel. 48, ja, da können wir was zusammen zimmern. Und gleich uns wieder schlafen legen. Komm, da haben wir wieder 24. Oh. Oh. Nein. Timer verpeilt. Aber ja, man muss halt so. Okay. Gerade noch so gemerkt. Aber okay. Hab ich auch noch ein bisschen Kohle. Die kann ich auch noch zu Kohleblöcken machen. Läuft. Und vorher, ganz wichtig, schlafen. Schlafenszeit, schönste Zeit, Schnitzel. 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 Ach, Schnitzel. Immer dieses Schnitzel. Wie weit bist du schon wieder? Aber jetzt haben wir wenigstens unseren ganzen Dust weg und wir können jetzt Redstone produzieren. Und die ganzen anderen Sachen. So, was haben wir hier alles Feines schon wieder drin? Kakaobohnen. Wir können uns Kekse machen. Ein bisschen Yellorium, das, den können wir durchbrennen. Amber. Ancient Spores. Ich hoffe mal, das ist auch ein Baum. Es könnte Akazie sein. Hm. Könnte. Es könnte allerdings auch irgendwas für einen Sand sein. Hab ich irgendwo noch Sand? Ja. Oder brauche ich Farmland? Used. Okay, das ist Witch. Witchwater. Okay, das ist eher was zum von Witchery. Okay, nichts für mich. Eindeutig nichts für mich. Ach, komm, komm, jetzt hast du es gleich. Lauf, lauf. Okay, das ist kein Problem. Das sind Kaktusse, das ist auch kein Problem. Kakteen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken. Haben wir schon... Wir müssten eigentlich lang... Da ist unser Table, meine Hüder. Haben wir Freudensprünge gemacht hier. Wieder 8 Hopper. So, 1, 2, 3, 4. Dann kommt der eine hier hin. Und der andere da. Das tue ich nämlich gleich mal mit den Hoppern so verbinden. So. Und ich mache nur aus reiner Überzeugung. Ach, das sind ja Kohleblöcke. Ich hab schon wieder so Obsidian drin. Aber so ist das besser.
Natürlich werden jetzt die Kisten alle ja Jabbas leer gezogen. Das macht aber nichts. Brauchst du Schnitzel? Er braucht den wirklich Schnitzel. So, und dann landet hier nämlich alles schon mal drin und in dem landet das hier. Okay, und den Crafter, den könnten wir dann hier oben mit dem bebauen und hier machen wir das eine Solarpanel. Und hier der Crafter und dann kommen hier wieder die Nodes dahin. Also wir gucken, versuchen, dass wir es ja hier und dann drüber und dann hier dran. Probieren wir mal. Nein, ich wollte eigentlich hier so einen Block. Die brauchten ja, glaube ich, kein World Interaction Upgrade. Nö. Gott. So, du bist ja gleich durch, das freut mich. Und hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die haben wir ja alle schon zusammen. Das freut mich, du bist glücklich. Ich sehe das doch in deinen Augen. Okay, und dann brauchen wir hier 3 Hämmer. Oha. Noch mehr Eisen, noch mehr Eisen. Hollade Waldfee. Wir machen uns dann aber jetzt langsam auf in den Nether. Mal gucken. Ich muss alles safen. Plant Oil. Molten Blood. Steg. Oh, Schnitzel über Schnitzel. So, und gleich mal hier merken. Blutkuh. Die lebt noch, aber die Blutkuh töte ich jetzt auch, weil. Da, Steaks. Da ich ja am Nether nicht so viel Schweinefleisch essen darf, da ja dann so die Zombie-Pigments böse werden, nehme ich lieber Steaks mit. Und tue mich wieder mal aus, leeren. Brauche noch einen Flint und dann gehen wir mal an den Nether illern. So. Nein, ich nehme hier keine Nuggets. Ich nehme nämlich einen Flint und einen Steel. Und ich tue mich so auslernen, wo ich Platz finde. Selbst einen Wassereimer brauchen wir nicht mitnehmen. Man bringt im Nether nichts. Genau wie im Bett, da macht man Boom. Ha, ha, ha. Auch alles voll. Noch voller. Allerdings können wir uns ein paar Wilderswans mitnehmen. Und machen uns ein paar Cobblestone Slabs. Es sei denn, die haben ja den Nether auch wieder geändert, dass man da normal spawnt. Würde mich allerdings wundern, aber wir wissen es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Okay. Schauen wir mal. Mit Flint und Steel bewaffnet. Es sei denn, man hat Flint und Steel wieder rausgetan. Kisten gucken. Okay. Riskieren wir mal den Weg in den Nether. Die ja mit Lebensberechtigung. Puh. Schlimm. Alles im Nether wir machen müssen jetzt. We need go deeper.
Aus Sicherheitsgründen. Ich auch mal schnell die Plattform hier ausbauen. Ich denke mal, hier werde ich bestimmt die geladenen Chunks erweitern können. Und so, dass wir wenigstens auch was sehen. Vielleicht eine Festung oder so. Wäre vom Vorteil. Nicht, dass wir uns hier 1000 Blöcke in die Richtung bewegen und 500 Blöcke in die Richtung werden. Eine Festung. Okay, Options, Video Settings. Jetzt wird mal was schon auf der Minikarte sehen. Das sieht nach was aus. Also da lang. Das kann allerdings auch die Wolken sein. Wir versuchen es. Wir haben ja unseren Bildersrand. Und wenn wir irgendwie einen Gast oder so hören, flutsch. So, und dum. Besser und schneller sich im Nether bewegen. Der Builder's Rent. Noch 5,99. So, nochmal auf die Karte gucken. Und wie schon gedacht, es waren nur Wolken. Aber wir gucken mal an. Also zumindest jetzt noch bis die Slabs alle sind. Oder die Builders Rants. Was geht eher kaputt? Und da hinten ist schon ein Zombie-Pigman gespawnt. So, immer schön sneaken, nicht dass wir runterfallen. Das wäre kontraproduktiv, wie es im Buche steht. Also hier ist jemand nix. Ich habe extra Stegs gemacht, also ihr braucht mich nicht angreifen. So, gehen wir mal jetzt in die Richtung. Und schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ich glaube, das war unser letzter. Builders Rant. Ist nämlich jetzt hier mal die große Frage, wo ist das eine Festung? Wir brauchen die Wither Skelette für einen Wither. Das sieht halt auch schlecht aus. Ach Mann. So, gleich mal ein bisschen schick bauen hier. Okay, dann gehen wir wieder zurück und holen uns noch ein paar Builders Rent. Wrench. Und suchen wir weiter Nether-Portale. Schön. Ja, lasst schön meine Tiere in Ruhe. Du hast so einen schönen Hut. Okay, ich gehe erstmal fix. Grunzen. Okay, für solche Sachen bräuchte man eigentlich hier den Chunkloader, dass das hier geladen bleibt. Dass wenn wir durchkommen, alles gleich läuft. Und sich nicht erst aufbauen muss. Ach ja. Slabs und Builders Rant. Ich habe doch bestimmt irgendwo noch den Diamanten, der ist das Death of Traveling. Hammer. Nicht. Wir haben gleich noch ein paar Slabs. Können die gleich weg. Ich glaube, wir haben keinen mehr. Okay, das ist natürlich so, dass wir uns einen machen werden und dann noch ein bisschen Cobblestone.
Bald nur einen, Dankeschön. Schlimm. Immer diese übermäßigen Sachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dann machen wir uns jetzt ein paar Slaps. Und ich habe einmal zu viel geklickt. Okay, einmal zu viel sagt, kann man nicht sagen. 1, 2. Eher zweimal zu wenig. Gut, und dann sage ich mal hier an der Stelle, danke fürs Zuschauen, hat euch gefallen, kommentiert, abonniert, liked. Ist vollkommen euch überlassen, ansonsten halt nicht. In dem Sinne, haut rein und bis morgen. Tschüssi.